Ein Problem bei der Berechnung mit Floatzahlen ist Loss of Significance oder wird zumindest unter dem Titel betitelt oder Auslöschung im Deutschen oder Stellenverlust, wenn man das Japanisch übersetzt. Ist eigentlich überhaupt keine große Sache, aber je nachdem, von wo man die Erklärung dafür gehört hat, kann es sein, dass man den falschen Blick auf das eigentliche Problem hat und dadurch das Problem nicht ganz versteht. Ich werde das einfach mal erklären. Ist nicht so schwer. Wir haben 9,999 und wir ziehen davon ab. 9,997 und das gibt dann 0,002. Ist also eigentlich auch eine Berechnung, die korrekt ist. So, jetzt gucken wir uns die Zahl hier oben an und wir stellen fest, sie hat vier Stellen mit Informationen. Nämlich die erste 9, die zweite, die dritte und die vierte 9. Auch die zweite Zahl hat vier Stellen an Informationen und die letzte Zahl, die hat aber nur noch eine Stelle an Informationen, nämlich diese eine hier. Und was zumindest in meinem Informatikkurs gelehrt wurde, ist, das Problem ist, dass die nur noch eine Stelle hat. Also, dass hier jetzt diese führenden Nullen dran stehen. Das heißt, was ich immer gedacht habe, war, hier vorne dürfen keine Nullen stehen. Aber das ist doch blöd. Das Ergebnis stimmt doch. Wo ist denn hier eigentlich das Problem? Es ist doch gut, wenn da Nullen stehen, sonst wäre das Ergebnis ja falsch. Für alle Leute, die vielleicht eine ähnliche Erklärung gehört haben und das ähnliches Problem haben wie ich, denen sei gesagt, dass das Problem nicht hier vorne liegt, sondern das Problem liegt eigentlich hier hinten. Und deswegen steht hier auch Genauigkeitsverlust durch Rundungsfehler, weil. So kann man sich das jetzt vorstellen, mal jetzt ganz abgesehen von dieser Aufgabe hier, wenn wir nur ein paar Nullstellen, wenn wir nur ein paar Nachkommastellen anzeigen wollten, könnten. Und wir haben aber jetzt eine Zahl, die ganz viele führende Nullen hat. Und dann hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas. Dann wird die natürlich, weil wir, weiß nicht, zum Beispiel nur 3 Stellen anzeigen können. Oder nur 5 Stellen anzeigen können. Wird die natürlich an irgendeiner Stelle gekappt. So, unsere Informationen stehen aber hier hinten. Und dann hätten wir natürlich keinen Platz mehr für die Information und die wird einfach abgeschnitten. Und das ist das Problem. Deswegen eigentlich nur ein Rundungsfehler. Und es wird auch, deswegen wird gesagt, dass die Nullen das Problem sind, weil die Nullen schieben ja quasi hier die wichtigen Zahlen alle nach rechts. So, aber das soll es auch schon gewesen sein.